In der heutigen Folge der Zombie Challenge werden wir unter massiven Verlusten eine Nurgle-Fraktion angreifen und versuchen, diese auszulöschen. Werden wir es schaffen? Seid ihr interessiert? Schaut rein! Willkommen zurück, Strategie- und Taktikfreunde. Wir befinden uns ja, wie ihr seht, in unserer Zombie Challenge. Und ich denke mal, es wird gleich sehr nörgelig werden. Denn ja, da ist sie schon, die Nörgelarmee. Und ich bin mir sehr sicher, sie werden auch angreifen. Und ich werde wahrscheinlich nicht rechtzeitig Verstärkungstruppen daran bringen können. Wird also, denke ich mal, auf einen Kampf dieser Armee gegen diese Armee hinauslaufen in der Stadt. Und ich befürchte, wir haben hier auch keine Mauern oder ähnliches. Wir haben Mauern. Ah, cool. Ja, die sind ziemlich gekniffen. Wir können keine Zombies aufstehen lassen. Mit normaler Bewegung kommen wir nur bis hier. Ich renne aber mal ran. So, in dem Toter wecken. Ich glaube, ich würde mich ganz gerne angreifen lassen von dem Vogel. Da macht es wohl Sinn, da hochzugehen. Hier bauen wir aus. Können wir noch einen Nekromanten rekrutieren? Ja, einer geht noch. Dann nehmen wir doch ihn hier. Und wir brauchen Leichen wegen. Schauen wir mal, was wir so kriegen können. Ah, das sieht gut aus. Sehr schön. Damit wäre die Runde auch beendet. Und ich denke mal, gleich haben wir eine Schlacht in der Stadt. Er greift draußen an. Ernsthaft? Das sind mir eigentlich zu hohe Verluste. Das führen wir selber. Der Kampf ist, wie ihr seht, außerhalb der Stadt, weil er hat ja die zweite Armee angegriffen. Und unsere Hauptarmee sowie die Siedlungsgarnison kommt ja dann als Verstärkung nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, von hier oben kommt die Verstärkung. Da stellen wir auf. Die Verstärkung kommt hier lang. 1 Minute 41 und 2 Minuten. Dann ziehen wir unsere stark angeschlagenen erstmal zurück. Mit dem Rest bauen wir quasi eine Schlachtreihe auf. Verteilen die Leichen wegen strategisch und den Nekromanten. Die lassen wir hinten. Die ziehen wir mal an die Seite. Und dann lassen wir mal ein bisschen Zeit vergehen. Ah, sie kommen. In 2 Sekunden ist die Verstärkung da. Da kommen sie. So, hier geht der Nahkampf gleich los. Und wir holen uns hier schon mal die Unterstützung herbei. Da das Gleiche. Er hat diesmal auch Distanzeinheiten am Start. Wir greifen mal den Seuchenvater magisch an, bevor wir mit Nahkampfeinheiten rangehen. Hier holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung ran. Und hier verstärken wir auf jeden Fall die Zombie-Einheit und geben ihr auch Regeneration. Sehr schön. Hier muss ganz dringend regeneriert werden. Und wir brauchen Verstärkung. Ja, das Gemetzel nimmt seinen Lauf. Die feindlichen Helden, die sind natürlich übel für uns. Ja, wir müssen jetzt zurück. Wir müssen weg. So. Jawohl. Wird eine ganz schön blutige Nummer werden. Ja, und die Helden sind natürlich auch sehr zäh. Sehr schön. Es geht voran. Der erste Held flüchtet. Der Seuchenvater springt gleich über die Klinge. Großartig. Jetzt werden wir noch versuchen, die Helden platt zu machen. Obwohl, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Vielleicht kriegen wir den einen hier noch. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Kriegen wir den anderen? Das hier könnte was werden. Ja, das sind so die Momente, wo einem die starke Kavallerie fehlt. Na komm schon, ich will den Typen zumindest platt haben. Fast geschafft. Zeit wird langsam auch knapp. Na komm. Ja, da sieht man halt, wie schwach die Zombies eigentlich sind. War relativ blutig. Wir haben sehr hohe Verluste, vor allem bei der Armee, die direkt angegriffen wurde. Aber wir haben seine Angreiferarmee, die halt von den Einheiten her natürlich deutlich besser war als unsere. Mehr oder weniger aufgerieben. Wir nehmen Verlustverstärkung und werden dann so schnell wie möglich vorstoßen. Jaja. Nö, erstmal nicht. Ich möchte mir die Option offen halten, die gleich anzugreifen. Die Armee wäre dann auch voll. Wir können ausbauen, das ist gut. Naja, wir gehen auf Wachstum. Und hier können wir uns jetzt die Armee holen, die jetzt keine wirkliche Gefahr mehr darstellen. Wieder Verlustverstärkung. Die hier sind ziemlich angeschlagen. Die packen wir jetzt in die Siedlung und wir gehen auf Auffrischen. Wir können jetzt zum Glück Zombies anheuern. Also durch Tote erwecken und ganz normal rekrutieren. Wir gehen erstmal auf Rekrutieren. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir hier das Tote erwecken aufheben will für die Chefarmee, mit der ich jetzt
zur feindlichen Hauptstadt marschieren werde. Der Sinn und Zweck ist einfach, wenn wir näher dran sind, die Einheiten zusammenzufassen und dann entsprechend neue Zombies zu rekrutieren. Soweit, so gut. Wir gehen mal auf Hinterhalt und gucken mal, was wir hier Hübsches bauen können. Ja, alles nichts für uns, außer die Leichenkarren. Vampirische Korruption, das klingt doch gut. Hier können wir nochmal skillen. Und hier auch, sehr schön. Oh, läuft gut. Sehr gut. Hier gehen wir auf Einkommen. Und hier ziehen wir weiter vor. Er baut schon wieder die nächste Armee auf. Also wir werden gleich auf jeden Fall Einheiten zusammenfassen. Und ich kann hier nicht rekrutieren. Ich gehe am Stock. Dann muss ich mit ihm jetzt schnell hinterher. Dann waren die tatsächlich hier nur in dem Bereich, wo die Schlacht stattgefunden hat, rekrutierbar. Ärgerlich, aber naja gut. Verstärkung naht. So, wir werden es gleich sehen. Befürchte, ohne die zweite Armee macht der Angriff keinen Sinn. Und die Nurgle-Korruption kostet uns natürlich Truppen. Nee, ich gehe einmal zurück zum Regenerieren. Wir müssen einmal aufbauen, bevor wir angreifen. Das ist so sonst einfach sinnfrei. Hier haben wir auch noch einen Slot frei. Dann ist die Armee auch wieder voll. Sehr gut. Hier fangen wir an mit Befestigung. Ja, kann ruhig Rohstoff rein. Und wir gucken mal, ob wir irgendwie handeln können. Die wollen nicht. Die wollen auch nicht. Nö, nichts zu wollen. Na gut. Forschung ist abgeschlossen. Das ist gut. Wir gehen weiter. Bringt uns das hier was? Das hier wird uns was bringen. Das auch. Ja, wir müssen quasi hier hinten hin, damit wir einen Effekt davon haben. Das haben wir hier. Leider alles Einheiten, die wir nicht rekrutieren dürfen. Das ist aber interessant. Damit werden unsere Armeen auf der Karte schneller. Das ist auch cool. Ja, das ist sogar sehr cool. Da müssen wir hin. Damit wir halt einfach weniger Verschleiß haben und somit weniger Verluste. Schauen wir mal. Können wir noch was rekrutieren? Ja, einer geht noch. Nächste Runde sind die fast wieder voll. Das ist gut. Dann würde ich sagen, nächste Runde geht's los. Hat uns der Oger den Krieg erklärt. Oh, und hier kommt die nächste Nurgle-Flotte. Diesmal bleibe ich aber mit der Armee in der Stadt und währenddessen werde ich mit denen hier zum Angriff übergehen. Hier seht ihr Karawanen von Kassay. Wir haben ja mit denen Handelsverträge, das heißt, wir profitieren durch die Handelsverträge. Wir könnten aber auch die Karawanen angreifen und das ist hochspannend, weil dann kann man teilweise pro Karawane, wenn man die besiegt hat und zerstört hat, 10.000 bis 20.000 Gold oder hier schwarze Magie, also je nachdem, welche Währung man hat, erbeuten. Das ist schon ziemlich nice. Allerdings bedeutet das natürlich auch, dass man dann im Krieg mit der jeweiligen Kassay-Fraktion steht. Darüber muss man sich dann im Vorhinein klar sein und man hat dann natürlich keine Handelseinkommen mehr. Ah, er ist zurück. Dann kommen wir jetzt auch. Kann hier keine rekrutieren, leider. Was nehmen wir denn mal? Ich gehe auf Wachstum. Okay, jetzt ist die spannende Frage, werden wir angegriffen oder nicht? Ich würde mal mutmaßen, er bleibt in seiner Siedlung. Er greift an. Tatsache. Wir ziehen uns mal zurück. Jetzt haben wir ihn nämlich ohne die Verstärkung und jetzt kämpfen wir es manuell aus. Und jetzt hat er das Problem, dass er gegen meine Chefarmee direkt antreten muss. Und er hat auch keine Helden dabei. Boah, wir werden ihn auslöschen. Da müssen wir jetzt unbedingt rein. Und das läuft gut. Wir regenerieren mal wieder. Sehr gut. Schleunigen das Ganze mal. Die sind ja schlecht zu Fuß, die Jungs. Gucken wir mal, ob wir mit Hellmann noch einen Kampfzauber raushauen können. Und wie effektiv das Ganze gegen den solchen Vater ist. So, dann schauen wir mal. Boah, kann man machen. Sehr schön. Die werden vertrieben. Die werden aufgerieben. Hier läuft es auch gut. Da kommt eine Einheit zurück. Um die kümmern wir uns auch. Boah, würde sagen, kann man so machen. Sehr gut. Nahezu alle ausgelöscht hier. Ist nur noch die eine Einheit übrig. Alle platt. Jetzt gehen wir mal auf Speed up. Den 10 Fregel hier platt machen. Jawohl. Das Gute ist, jetzt haben wir im Prinzip den solchen Vater ausgeschaltet und haben dadurch den riesen Vorteil, dass wir im Endeffekt uns die Stadt jetzt krallen können, ohne dass da noch eine zusätzliche Armee drin ist. Da ist ja nur noch daneben der Held mit dieser Mikroeinheit. So, wir haben einiges an Beute gemacht, wir haben gelevelt und wir haben die Armee ausgelöscht. Also mega. Und jetzt holen wir uns endlich Berg Drachenzahn und machen dieser Nurgle-Fraktion ein Ende.
lange überfällig. Können wir direkt von See aus angreifen? Das wäre mega. Nee, er landet, aber auch gut. Okay, der Gegner ist dann doch so stark, dass wir untergehen würden. Machen wir ihn erstmal auf Auto platt. Verlustverstärkung. Er kann nochmal leveln. Wir können ausbauen. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal auf Rush, ob er stillhält. Okay, wir ziehen uns zurück und gehen nächste Runde mit beiden Armeen rein. Und dann ist Nurgle down. Also die Fraktion hier, es gibt ja noch weitere. Aber die hier sind schon ziemlich lästig, das muss man einfach mal so sagen. So, wir kreisen ein. Hier gucken wir mal, ob wir rekrutieren können. Per Tote erwecken. 6 Stück. Ja, dann holen wir uns die Jungs mal. So, ordentlich verstärkt. Wir sind da. Und jetzt entscheidender Sieg. Das machen wir jetzt auch per Auto. Weil jetzt kein Nerv, das noch manuell zu machen. Wir besetzen sie. Haben wir da einiges erbeutet. Gelevelt. Provinz gesichert. Und die Fraktion vernichtet. Genau so wollen wir das. Aber jetzt werden wir einfach nur noch skillen. Und das Schöne ist, von Runde zu Runde wird jetzt hier die Nurgle-Verseuchung quasi zurückgehen. Und wir haben dann keine Verluste mehr. Das ist nice. 15% Chance, dass zerstörte Einheiten nach der Schlacht wiederhergestellt werden. Das nehmen wir mal. Mehr Wachstum ist auch nice. Und hier brauchen wir Schutz. Hier würde ich nächste Runde auch auf Mauern gehen. Und wir gehen auf... Sollen wir auf Einkommen gehen oder auf Wachstum? Erstmal auf Wachstum. Das wäre das. Kein Nichtangriffspakt. Die Frage ist ja, fange ich mit den Ogern an als nächstes oder gehe ich Richtung Kasey? Sehr schön, wir haben gleich mehr Bewegungsreichweite und kürzere Schlachtverstärkung durch die zweite Armee. Und dann wird es natürlich interessant, wenn wir hier hinten ankommen. Ja, gehen wir erstmal hier drauf, weil dann können wir das bauen. Und das bringt nochmal richtig ordentlich Einkommen. Also es macht total Sinn. Ich würde sagen, sehr, sehr erfolgreich das Ganze. Und wir könnten dann auch langsam anfangen, nächste Runde die nächste Armee aufzubauen. Bis jetzt läuft die Zombie-Challenge erstaunlich gut. Also ich meine, klar, wie erwartet, es ist natürlich sehr zäh, mit so schwachen Einheiten gegen eine komplett aufgestellte Armee anzutreten, bei der viele Einheiten dann einfach besser sind. Und im Laufe der Kampagne ja auch immer besser werden, weil neue Einheiten freigeschaltet werden, während wir ja bei unseren Zombies bleiben. Dementsprechend haben wir natürlich auch höhere Verluste, weil wir halt einfach mit so schwachen Einheiten unterwegs sind. Das bleibt halt einfach nicht aus. Aber wir kommen doch erstaunlich gut voran, muss man sagen. Hätte ich so nicht erwartet. Ich befürchte, richtig schlimm wird es, wenn wir dann auf legendäre Lords treffen, wie zum Beispiel hier den Anführer der Fraktion. Gucken wir mal, wie heißt er? Hier, Cao Ming. Weil der ist quasi eine Ein-Mann-Armee. Also selbst er alleine, vermute ich mal ganz stark, schafft es, eine komplette Zombie-Armee auszulöschen. Der ist einfach heftig, vor allem je höher der im Level steht. Und da habe ich üble und arge Befürchtungen. Und denke mal, wenn wir hier reingehen, müssen wir immer mit mindestens 3 oder 4 Armeen gleichzeitig operieren, um eine Chance zu haben. Vor allem, weil Kasey ja auch sehr gute Raketenwerfer hat, die sehr präzise sind im Gegensatz zum Imperium. Und damit können die auf große Reichweite sehr viel Schaden verursachen. Und das ist natürlich recht ungesund. Hier muss ich auch mal bessere Leichenkarren ranholen mit Massenregeneration. Das, was wir hier aktuell in der Armee haben, das ist nicht gut. Wie sieht's hier aus? Hier bräuchte ich auch einen besseren. Das ist natürlich verlockend, ne? Also das wird echt Kohle bringen. Wird dann aber auch unser monatliches Einkommen reduzieren. Ja, wir brauchen noch 2 Blutküsse, bevor wir hier auf die nächste Stufe gehen können. Aber ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne ein Abo da. Das wird den Kanal nach vorne bringen. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch jetzt hier an den Seiten noch ein Video verlinkt. Besser gesagt, eine Playlist auf eine Taktik- und Tutorial-Reihe für Warhammer. Schaut da einfach mal rein. Da geht es dann um verschiedene Einheitentypen, verschiedene Taktiken, wie man Schlachten leichter gewinnt. Und das macht richtig Fun und bringt euch nach vorne. Also unbedingt reinschauen. Bis zum nächsten Mal.